Guten Tag zusammen, willkommen zu einer weiteren Folge von Ark Survival Evolved. Und ihr seht, wir sind schon kurz vorm Taming-Erfolg. Mein Dödi Kuros, der ist gleich reif. Namen hat er auch schon, den habe ich mir schon einfallen lassen. Es dürfte jetzt eigentlich nicht mehr lange dauern. Ich muss allerdings für ihn noch einen Sattel lernen. Da muss ich nochmal selber im Level steigen, damit ich dann die Punkte dafür bekomme. Und ja, kriegen wir links hin. Es dürfte gleich soweit sein. Und ja, schauen wir mal. So, eigentlich müsste er gleich springen. Okay. Er ist jetzt kurz vorher. Kann nicht mehr lange dauern. Nee. Glückwunsch. Ja, danke für die Hilfe. So. Dich nenne ich. User joined your channel. Ja klar, Alex. Rumkugel. Jo, wer dann weiß. Hast du Bock? Jo. Dann komm runter. User left your channel. User left your channel. Jo, disable for. Also jetzt. Okay. Na, will er noch nicht? Ich hatte ihn doch schon umgestellt auf Verfolgen, oder nicht? Doch, oder Disable, ja. Geh besser hier direkt über das Wasser. Da hinten hast du nur noch mehr Raubtiere. Ich gehe, glaube ich, hier vorne mal rüber. Nur er will noch nicht. Er kommt irgendwie nicht. Oder hat er es ja auf längere Distanz? Eigentlich müsste er ja mal sich ein bisschen bewegen. Hier steht auf gar nichts. Enable, so, jetzt. Eben stand er noch auf Disable. Und er zieht aber eine Naht. So, dann schwimme ich hier schon mal rüber. Wie er da rumhoppelt. So, komm du Viech. Komm rum, Kugel. Ja, der jagt wahrscheinlich noch die Piranhas. Craftables, Inventory. Pfeile. So. Nun komm her. Mach es schon. Ausnehmen, ist noch Fleisch drin. Fische sind gute Fleischlieferanten. Ja, 15 Mal, nicht schlecht. Na komm. Du Rumkugel. Denk dran, jetzt musst du in deinen Trog auch Bären tun, ne? Ja, sind da eh schon drin, wegen dem Trike und, ja, wegen dem Trike. Kann ich das Fleisch da noch gleich mit reinschmeißen? Wie das aussieht. Obwohl, Rumkugel passt ja eigentlich nicht so ganz von der Farbe her, aber naja, gut.
Wollen wir mal nicht so wählerisch sein. Aber sonst muss ich sagen, der zieht ja schon eine ganz schöne Naht, also na gut. Ich schau mal nebenbei mal für den Sattel brauch. Oder vielleicht habe ich nur einen im Schrank. Ja, ich muss ihn eh noch freischalten, also ist schon okay dann. Ja, wenn ich einen kräftig im Schrank habe, brauchst du ja nicht freischalten. Das sind gesparte Punkte. Ja, das stimmt schon. Aber vielleicht muss ich ja nochmal so einbauen. Blueprint? Oder Blueprint. Ups. Na? Achso. So, komm, Rummi. Wir müssen zurück in die Basis. Ach, guck mal, da ist ein kleiner Affe. Ah. Na. Der macht aber ganz schön Lärm für so einen kleinen Affen. Yep. Wie ein großer. Unglaublich. Na, ich lasse ihn mal in Ruhe. Wie witzig das aussieht, die Bälle lässt mich nicht in Ruhe. Scheiße. Ich bin gleich fast tot. Dreckslibelle. Wo bist du denn? Ist schon weg. Jetzt hab ich ihn. Was für ein dreckiges Viech. Von der Libelle verprügelt, ey. Unglaublich. Vor allem sah das witzig aus, die Libelle, und dann stecken da mal 5-6 Pfeile drin im Mistviech. Ja. Ja, da nimmst du eh am besten eine Pike. Ja, ich hab da ja nicht mit gerechnet. Ich dachte, okay, geil, ein, zwei Pfeile und dann ist das gut. Wo bist du? Ich laufe jetzt noch gerade am Wasser lang hier. Na gut, ich komme mir mal entgegen. Ich hab einen guten Libellenkiller. Ja, es war jetzt nur eine, das ist nicht so. War alles gut. Ach hier deine Kröte, ja. Die ist auch ja, schon aufgestiegen. Ja, hat den Vorteil, wenn die Libellen frisst, die macht direkt Cementing Paste draus. Ah, okay. Nicht schlecht. Und wo quaken die rum? Im Sumpf. Im Sumpf, okay. Oh, muss ich vielleicht auch mal gucken. Irgendwann. Ja, da sollten wir dir aber vorher eine Katze Minimum besorgen. Oder du nimmst die von mir, wenn du einen Sumpfausflug machen möchtest für eine Kröte. Ja.
immer nach und nach. Komm her, du. Wo läufst du denn rum? Hier bin ich. So, dann haben wir es ja auch gleich geschafft. Das Essen muss ich eh gleich noch. Gut. Noch ein Stück, noch ein Stück. So. So, ich muss jetzt mal was zu essen machen. So. Also ich habe keinen Sachen mehr und noch keinen Blueprint dafür im Moment. Okay. Jo, wie gesagt, ist ja nicht schlimm. Ich könnte ihn jetzt ja freischalten, beziehungsweise schalte ihn auch gleich frei und ist gut. Ja. Du brauchst Metall, Fiber, Hide und noch irgendwas. Jo, kein Problem. So, Holz. Was nehmen wir denn noch Schönes? Die Kuh ist da. Hide und Stone fehlt mir noch. Gut, dann schauen wir mal ins Lorge. Irgendwo hatte ich auch noch Hide. Da. Und Stone. Stony, Stony da. Was hin.
Ja, witzig. Sieht zwar ein bisschen merkwürdig aus mit so einem Riesensattel, aber naja, okay. Ja, stell dich mal vor einen Stein und drück mal linke Maustaste. Ja. Vor den Felsen. Ja, nicht schlecht. 28. Nicht schlecht, nicht schlecht. Kannst du übrigens auch machen, wenn du vor Bäumen stehst. Ich glaube, mehr Sedge als Holz, aber er farmt das auf. Ah ja, okay. Ja. Oh, dafür wäre vielleicht nochmal ein Mammut nicht schlecht. Irgendwann mal gucken. Nach und nach. Ja, gut. Mammut farmt aber auch alles andere. Bären und so ein Kram. Aber wenn du nur jetzt Sedge, Holz, Stein willst, da sind die doch besser. So, Enable, das haben wir auch. Schick. Ja, komm, ich level dich gleich mal ein bisschen auf hier. Ja, nicht schlecht, mal eben 200 Stein. Respekt. Yep. Nicht schlecht, nicht schlecht. Und wenn du das mit dem Ankelo machst vor Stein, dann kriegst du diese Feuerstein raus. Also diese Flens meinst du, ne? Genau. Das ist ganz gut für Spark Powder, wenn du das dann. Warum läuft der mir jetzt hinterher? Drück einfach U. Mit U hebst du alle Kommandos auf. Naja, aber ich habe ihn eben schon umgestellt und jetzt läuft er mir trotzdem hinterher. Naja, gut. Anhänglich. Ja, ich glaube auch. Ich glaube das auch. So, das bräuchte ich noch ein bisschen Holz. Kann ich nämlich gleich hier noch ein paar Wände craften. Jo, jup, jup. Ach, Fetch, okay. So, komm her. Wo bist du da?
Warum setzt er die denn immer... Manchmal diese Wände machen mich aber auch manchmal wahnsinnig hier. Ah, die kannst du, wenn die eingerastet sind mit E, kannst du die um 180 Grad drehen. Alter, setzt er sie trotzdem nach außen? Etwas. Naja. Ja, das ist ein bisschen knifflig. Ja, ich merke das schon. Ich meine, man kann ja in der Blaupause in diesem grünen, wie so nennt sich das, naja, du weißt ja auf jeden Fall, wo du dann sehen kannst, wie du die Wand wo setzen kannst. Da zeigt er mir an, dass dieser Holzbalken innen ist und wenn ich die setze, ist er plötzlich draußen. Also ist ja auch merkwürdig. Ja. Ganz, ganz merkwürdig. Oh, jetzt schlage ich so einen Wanst voll hier. Ach ja, stimmt, Öl muss ich mir ja auch nochmal irgendwie organisieren. Wo finde ich das am besten, wie viel, Öl? Wie viel brauchst du davon? Kann ich schwer sagen. Ich habe jetzt hatte mir mal so ein Pre-Serving Bin mal gebaut hier. Und da brauche ich ja logischerweise Fleisch. Also am einfachsten mit deinem Level und da du noch nichts kampftechnisch an Tieren hast, denke ich mal, wäre Trilobites am Strand zu jagen. Ah ja. Achso, von denen kriege ich das dann raus. Also es ist keine Ressource als solches. Es ist auch eine Ressource, die du unter Wasser farmst. Ja. Da gibt es Steine unter Wasser, die du mit der Picke abbauen kannst. Die geben Öl und Stein. Ja. Dann gibt es weiter im Westen, wo das Schneegebiet anfängt, gibt es Steine an Land, die Öl geben. Okay. Da können wir zum Beispiel bis zum Morgen on. Donnerstag, weiß ich noch nicht. Kann ich noch nicht sagen. Vielleicht, vielleicht ja, vielleicht nein. Ansonsten, ja, ich bin da jetzt noch 20 Minuten hier, würde ich sagen, wir treffen uns am Wasser unten, wo das Floß ist von mir. Ja. Muss ich mal morgen schauen. Kann ich nicht versprechen. Ich muss noch ein, zwei Sachen für den Kanal noch vorbereiten. Und, hast du jetzt für eine Stunde noch Zeit? Nee, ich wollte eigentlich gerade raus. Oder gleich raus. Ne? Okay, weil nee, wie gesagt, dann fahren wir mit dem Floß eben rüber ins Schneegebiet. Dann nehme ich auch meine Katze mit, da wir ein bisschen was zum Kämpfen haben. Ah ja, okay. Weil das Floß habe ich ausgebaut. Da passt sogar ein Spino drauf. Und dann können wir da hinten ein paar Ölsteine abbauen. Aber weißt du was, dann machen wir das noch kurz. Dann machen wir es nochmal kurz. Dann muss ich sowieso gleich mal kurz die Folge wenden und dann können wir nochmal auf den Weg gehen hier. Man passt das schon. Dann mülle ich mich mal kurz aus. Das Fleisch kann ich eigentlich mal... Also ich habe einen Schrank auf dem Floß stehen, wo du transportieren kannst zwischendurch. Ja. Ich muss erstmal kurz mein Material hier loswerden. Ups. So. Dann können wir auch schon fast los. Ja, dann verabschiede ich mich kurz von euch. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir einen Daumen hoch da, wenn es euch gefallen hat. Und schaut noch bei der nächsten Folge von Ark Survival Wolf wieder rein. Werden wir uns einen kleinen Ausflug machen, um Öl zu farmen. Also, bis dann. Macht's gut und tschüss.